Warnung von Jesus. Ihr steht am Rande des Krieges. Seid ihr bereit, mich zu treffen? 26. Mai 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Liebe Herzbewohner, bitte betet, dass die Ohren für diese Botschaft offen sind und die Seelen auf den Appell des Herrn reagieren, solange noch Zeit ist. Nach der Anbetung und bevor ich den Herrn überhaupt fragen konnte, was auf seinem Herzen liegt heute Abend, begann er. Krieg kommt ganz sicher in dieses Land. Wenn nicht morgen, dann an einem anderen Tag in nicht allzu ferner Zukunft. Habt Verständnis mit mir, dass ich ungenau sein muss. Die Dinge sind noch nicht entschieden. Ich weiß, dass viele von euch mit angehaltenem Atem auf Neuigkeiten gewartet haben. Ich weiß, dass andere von euch müde und taub geworden sind und nichts mehr erwarten in naher Zukunft. Und ich muss es für euch wiederholen. Die Minuten werden gewogen. Eine Minute um die andere wird die Entscheidung getroffen, es noch zurückzuhalten oder nicht. Aber eine Minute von diesen Minuten wird verhängnisvoll sein und die Vernichtung von Millionen wird geschehen. Seid ihr bereit, mich zu treffen, meine Leute und meine Bräute? Seid ihr wirklich bereit, vor mir zu stehen? Viele von euch wurden über Monate oder sogar Jahre vorbereitet. Andere haben ihre Konvertierung hinausgeschoben. Einige sind zurückgefallen und haben Waffen in die Hand genommen gegen meinen Leib. Und sie haben die Netze durchtrennt und den Fang ins ungewisse Schicksal der wilden und feindseligen Strömungen im Ozean der Menschheit zurückschwimmen lassen. Einige kamen nahe zu mir, wurden aber durch das Verhalten von sogenannten Christen weggestoßen. Sie sehen weniger Verleumdung, Tratsch und Verbitterung in der New Age-Bewegung als unter Christen und sie wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Andere sind weggefallen aufgrund des Druckes ihrer Familien. Doch ich halte die Hoffnung aufrecht, dass ihre Zusage an mich in jenem Moment standhält, in welchem sie in die Ewigkeit geleitet werden. Aber jedes von euch ist zumindest für seine eigene Erlösung verantwortlich. Ich spreche nicht von jenen, die gegen meinen Leib losziehen, aber sie werden einen hohen Preis bezahlen müssen. Im Moment spreche ich zu jenen, die hörende Ohren und sehende Augen haben. Seid ihr bereit, mich zu treffen? Einer der Hauptgründe, warum der Vater den Zorn zurückgehalten hat, ist, weil ihr nicht bereit seid. Ich sende einen Warnruf hinaus. Ihr seid sehr nahe in die Vergessenheit zu geraten. Was bedeutet, dass ihr sehr nahe seid durch einen brutalen und plötzlichen Krieg von dieser Welt entfernt und dann bis zum Gericht in der Dunkelheit gelassen zu werden. Ich dachte, wow, das sind ganze 1000 Jahre. Das ist richtig. Für über 1000 Jahre werden sie im Staub der Erde schlafen, während jene, die vorbereitet waren, mit mir im Himmel leben werden. Während jener Zeit werden jene, die zum Gericht gerufen werden, von ihren Lieben, von Kindern, Eltern und anderen geliebten Seelen getrennt sein, die ihr Leben mir gegeben hatten. Sie werden im Himmel sein und ihr werdet im Staub der Erde und in den Tiefen des Meeres warten. Seid ihr bereit, mich zu treffen? Seid ihr bereit, für eure Seele und euer Leben Rechenschaft abzulegen? Dafür, was ihr getan und nicht getan habt? Ich warne euch, liebe Seelen, so sehr ich euch liebe, ich kann euch nicht dazu zwingen, zu lieben und zu dienen. Ich kann euch nicht zwingen, irgendetwas zu tun.
Ich kann die Lücken in eurem Verhalten als sogenannter Christ nicht auffüllen, wenn ihr nichts getan habt, was gezeigt hätte, dass ich in euch lebe. Ihr werdet sehr wohl die gefürchtetsten Worte zu hören bekommen am Ende eures langen Wartens. Entfernt euch von mir, ihr Arbeiter der Ungerechtigkeit, ihr Gesetzlosen, denn ich habe euch nie gekannt. Dann werdet ihr mit dem Teufel im Feuersee landen. Ich fragte den Herrn, was er mit gesetzlos meint. Das Herz des Gesetzes ist die Liebe. Jene, die nicht geliebt haben, sind gesetzlos. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Ich warte immer noch darauf, euren Glauben in Aktion zu sehen. Ich warte darauf, euch zu sehen, wie ihr die Armen nährt und kleidet, wie ihr die Kranken und jene im Gefängnis besucht. Ich warte immer noch, eine echte Verwandlung und Liebe aus eurem Leben fließen zu sehen. Und doch wird da ein Funken Hoffnung übrig bleiben für euch, wenn ihr euren sündigen Egoismus realisiert, ihn bereut und um Barmherzigkeit fleht. Wenn ihr aber genommen werdet, bevor ihr bereuen könnt, was dann? Ich bitte euch jetzt, euch vorzubereiten, um mich zu treffen, und versteht, dass die Vorbereitungen für den Krieg bereits abgeschlossen sind. Es ist bloß die noch ausstehende Einwilligung des Vaters, die diesen Zorn zurückhält. Versteht ihr, ich will euch vergeben, ich möchte, dass eure blinden Augen sich öffnen, ich will eure Reue. Ich warte wirklich Tag für Tag darauf, dass ihr realisiert, dass ihr den falschen Weg gewählt habt. Ihr habt nicht mich gewählt, sondern euer Fleisch und die Vergnügungen dieser Welt. Ihr wart in Streitereien, Beschuldigungen, Verleumdungen, Verbitterung und Tratsch verwickelt. Ihr habt die guten Namen anderer gestohlen und sie getötet und zerstört. Und ihr habt das Evangelium gelästert, für welches ich am Kreuz gestorben bin, um euch zu befreien. Ich kann euch vergeben, wenn ihr bereut. Ich habe den Preis bezahlt, aber ihr müsst euren Teil dazu beitragen. Es wird plötzlich über euch hereinbrechen und da wird es kein Heilmittel geben, keine Zeit, um bereuen zu können, keine Zeit, um nach mir zu rufen. Für euch wird es vorbei sein, euer Schicksal besiegelt. Dann wird es keine Ausreden geben, denn ich habe euch Warnung über Warnung zukommen lassen, in einem Versuch, euch in der allerletzten Minute umzudrehen. Da wird es keine Ausreden geben, ihr wart gewarnt und gelehrt, und trotzdem habt ihr entschieden, euch dem Teufel anzuschließen. Also appelliere ich an euch, ihr steht wieder am Rande des Krieges und da gibt es keine Garantie, dass er dieses Mal abgewendet wird. Entscheidet euch, wem ihr euch anschließen werdet, denn viele werden in jenem Augenblick nicht in der Lage sein, ihre Meinung zu ändern. Ich erkläre euch die Dinge heute klar und deutlich. Ich bleibe bei euch und bin bereit, eure Reue zu hören. Ich warte darauf, dass ihr zu mir kommt. Meine Arme sind offen für euch, auch jetzt in diesem Augenblick. Ich möchte euch vergeben und euch in meinem Haus willkommen heißen. Aber ihr müsst jene Entscheidung von Herzen treffen und ich werde euch in mein Herz einladen. Wenn auch eure Sünden rot sind wie Scharlach, werde ich sie wegwaschen, weiß wie Schnee. Ich stehe jetzt neben euch und warte darauf, dass ihr zu mir kommt. Die Gnade für eure Reue ist gegeben. Bitte, lehnt mich dieses Mal nicht ab. Es könnte sehr wohl eure letzte Chance sein.